So Leute, neues spannendes Thema, welches ich vielleicht auch ein bisschen immer vergesse, was aber auch viele Leute da draußen vergessen. Das heißt, du vergisst es zu 90% wahrscheinlich auch in deiner Berechnung. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Philipp Baum und ich begrüße dich hier auf meinem Zunehmen-Kanal. Das heißt, ich beschäftige mich eigentlich wirklich nur mit dem Thema Zunehmen, ab und an folgen noch so ein paar Reactions und ein bisschen Kommentare kommentieren und so. Aber eigentlich dreht sich mein kompletter Kanal ums Thema Zunehmen. Und das mache ich jetzt schon seit ein paar Jahren. Das heißt, du kannst mir ein Stück weit glauben, wenn ich dir ein bisschen was erzählen möchte. Schreib mir gerne einen Kommentar, was du noch sehen möchtest. Schreib mir auch einen Kommentar, was dir vielleicht nicht so gut gefällt. Außer die Klangkulisse, das ändere ich leider nicht. Unterhalb verlinkt, bevor ich es vergesse, das habe ich so selten vergessen, ist das kostenlose Workbook. Da lernst du innerhalb von einem Monat, 31 Tage, ja, du hast jeden Tag einfach einen Task zu lesen, wie du schaffen kannst, die ersten paar Kilos zuzunehmen. Ich habe in dem Fall 5,3 Kilogramm zugenommen. Da waren dann noch so ein paar andere Leute, die haben extrem coole Ergebnisse gehabt. Heißt für dich, schau einfach mal unterhalb vorbei. Ich habe dir alles Mögliche verlinkt. Jetzt starten wir direkt mit dem Thema Thermogenese. Was ist denn das überhaupt? Das ist ein Faktor, den man schnell vergisst, wenn man zum Beispiel den Grundumsatz bzw. den Kalorienumsatz berechnet. Denn der Kalorienumsatz berechnet sich nicht nur aus Grundumsatz und Leistungsumsatz, sprich aus ich mache Sport und ich lebe ganz normal, sondern, und das vergessen viele, beziehungsweise oftmals zählt man es auch einfach mit in den Grundumsatz hinein, vergisst man gerne die Thermogenese. Das ist quasi die Energie, die verbraucht wird vom Körper, um zum Beispiel Proteine, Fette, Kohlenhydrate, also quasi Nährstoffe umzusetzen, ja, um die zu verwenden, um die zu benutzen. Also, ich habe dir hier einfach mal schnell aufgeschlüsselt, was denn da so an Leistung bzw. was da an Energie verlieren geht. Und das ist gar nicht mal so wenig. Wenn wir zum Beispiel sehen, beim Protein sind es 18-25%, gehen auf in Wärme, ja, an alle möglichen, ja. Die werden also verbraucht, um diese Proteine, die du oder Aminosäuren, die du zugeführt hast, wirklich zu verwenden. Trotz alledem sind ja nicht die Aminosäuren tot, sondern einfach nur die Energie, die damit dazukommt. Ne? Bei Aminosäuren, Protein sind es, glaube ich, 4,1 Kalorien pro Gramm. Heißt für dich, ne, dann sind nach 25% Abzug immer noch 3 Kalorien pro Gramm da, aber natürlich nicht mehr so viel, wie jetzt eigentlich vermutet. Fette, relativ gering, 2-4% beraubt der Körper von den Energie oder von den Kalorien, die die Fette mit sich bringen, um das Ganze zu verwenden. Und Kohlenhydrate 4-7%. Das kommt zum Beispiel immer darauf an, wie langkettig, kurzkettig jetzt in dem Fall zum Beispiel Kohlenhydrate sind. Wenn du ganz komplexe Sachen isst, wo ganz, ganz viel aneinander hängt und so weiter, dann ist natürlich mehr Thermogenese vonnöten, um das Ganze umzubauen. Wenn du aber zum Beispiel einen einfachen Zucker isst, wie zum Beispiel Dextro Energy das mit sich bringt, dann ist es natürlich einfacher für den Körper, da die einzelnen Bausteine rauszuziehen. Heißt, er braucht nicht so viel Energie, um das Ganze zu verwenden. So, bei Milchkost macht das ca. 10% von den Kalorien aus, die du durch die Milchkost zuführst. Ich denke, das ist ein ganz interessanter Fakt, oder? Ja, wir haben schon wieder was Neues gelernt. Ich mache jetzt weiter mit den nächsten Videos. Ich setze mich immer schön an den Schreibtisch, arbeite ein bisschen was aus, was ist interessant für dich, und dann packe ich sie ans Whiteboard. Wenn dir irgendwo was fehlt, schreibst du es mir bitte einfach unten drunter rein, dann weiß ich fürs nächste Mal Bescheid, kann mich damit nochmal auseinandersetzen, kann das Ganze nochmal raussuchen. Ich versuche natürlich das rauszufinden, was für euch interessant ist, aber es gibt so, so viel mehr. Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich wünsche dir jetzt einen ganz, ganz tollen Tag. Ich hoffe, dass du einen sonnigen Tag hast wie wir heute. Setz dich raus in die Sonne zum Lesen. Nimm dir auch gerne das Workbook und setz dich raus in die Sonne zum Lesen. Und danach gehst du in Ruhe einkaufen mit den neuen Sachen, die du gelernt hast im Workbook. Liebe Grüße, bis dahin, euer. Deep down, I know I'm a fighter. Deep down, I know my desires. Everybody thinks that I'm just a liar. They don't know what I got inside ya. I'm the one to fight fire with fire. I'm the type who never lets me get tired. Mess with me and they never will find ya. Yeah, people tell me I won't get it. They don't know me cause I'm cold winning. Always in the ninth, I'm closing. It's always